Moin, ihr Süßholzraspler. Heute gibt es nach längerer Zeit mal wieder ein kleines Update meiner FIFA 22 Road to Glory. Bevor es losgeht, lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Es kostet dich nur ein paar Sekunden, würde aber echt weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Ich zeige euch als erstes einfach mal mein aktuelles Team. Und dann zeige ich euch, was ich verändern will und womit ich zufrieden bin und so weiter. Beginnen wir einfach mal mit Ibra. Den wollte ich unbedingt spielen, dann habe ich ihn mir geholt und ich feiere die Karte. Ich feiere sie wirklich. Der braucht manchmal echt ein paar zu viele Chancen für den Preis, den er kostet, aber der macht halt einfach Spaß und darauf kommt es an, das ist die Hauptsache. Ich fühle Ibra, ich habe Bock auf Ibra und es macht einfach Spaß, den vorne herumrennen zu haben. Bin ich ehrlich mit euch. Die Statistik ist by the way nur aus Rivals Division 1 und Elite Division und Food Champions. Leider ist die Statistik sogar ein bisschen verfälscht, weil ich ein paar Rage Quits gemacht habe. Ja, bin ich nicht stolz drauf, aber ist nun mal so. Aber die sieht ja immer noch stabil aus, muss man sagen. Kommen wir zum Mittelfeld. Dort sind Barella, Milinkovic, Savic und Chiesa quasi neben Ibra die einzigen tradable Karten im Team. Der Rest ist untrade. Die Jungs machen auch echt Bock, aber... ja, ist jetzt nicht überkrass, aber machen Laune. Vor allem Milinkovic und Barella sind saugeil. Wie ihr sehen könnt, ist noch ganz schön Luft nach oben mit dem Team. Aber ich habe halt Bock auf Serie A und da werde ich auch erstmal dran festhalten. Auch wenn das Toti leider etwas wehtun wird. Aber ich will da nichts leaken oder spoilern, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Deswegen lasse ich das einfach so im Raum stehen. Die nächsten Upgrades sollen in der Innenverteidigung und auf der ZOM-Position stattfinden. Ich zeige euch mal, wie ich in-game spiele. Da muss ich halt sagen, dass mir Mertens nicht so gut gefällt und da ich bald einen Ersatz haben will, dazu dann auch langsam aber sicher die Innenverteidiger upgraden möchte. Und mein Jahr muss ich nach dem neuesten Patch erst noch testen, weil eigentlich fand ich ihn wirklich nicht gut. Aber ich spiele den, weil ich den Untrade habe und zum Linken nutze. Ganz genau habe ich noch nicht im Kopf, wen ich ins Team holen will, aber ein paar Gedankenspiele gibt es natürlich schon. Aber da halte ich euch auf dem Laufenden. Die Bank ist recht unspektakulär, wie ihr sehen könnt. Der Großteil meiner Münzen steckt zurzeit in meiner Transferliste und ich hoffe da ein paar Gewinne zu machen. Und zum Toti ziehe ich dann ein paar Tradable Packs, die ich aufgespart habe, die lade ich euch dann auch hoch. Die Untrade Packs werde ich wahrscheinlich behalten, zumindest die guten aus Icon Swaps und so weiter. Und danach wird das Team dann weiter verbessert. Und das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch viel Packluck zum Toti, danke fürs Zuschauen, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao ciao.